Das ist bestimmt das beste Muffin-Rezept in der Geschichte des Universums. Ich kann's nicht erwarten. Es fehlt nur noch eine ganz besondere letzte Zutat. Habe ich recht, Glückslöffel? Du hast völlig recht, Emily. Und diese Zutat ist... Schnurrchen! Ich habe von dem besten Muffin-Rezept geträumt. Es hatte diese perfekte Zutat. Es war, Ich kann mich nicht erinnern, was es war. Mir fällt nicht mehr ein, was es war. Komm schon, Emily, es kann nicht so schwer sein. Denk nach. Emily, geht es dir gut? Nein! Ich habe mir das Muffin-Rezept meiner Träume ausgedacht, als ich geträumt habe. Aber ich kann mich nicht mehr an die letzte Zutat erinnern. Ich habe genau das Richtige. Meinen Traumfänger 3000. Diese Erfindung nutzt kosmische Wellen, um alle deine nächtlichen Gedanken einzufangen. Ist ja wahr. Ist noch in der Testphase. Das ist genau wie in der Ausgabe 37 von Die tollen Abenteuer von Mandarine Smash. Mandarine Smash wurde von ihrem Erzfeind Nachtmango in der Traumwelt gefangen und wusste nicht mehr, wie sie entkommen konnte. Genau wie ich. Wie hat sie sich erinnert? Ihre Partnerin Guave Girl hat einen Mehrzweckgürtel, der hilft ihnen aus der Klemme. Tja, ich glaube kaum, dass ein Mehrzweckgürtel mir aus dieser Psychoklemme helfen kann. Silly, ich hab den Helm doch gar nicht auf. Wieso kriege ich einen Schock? Ist das ein Fehler oder ein Vorteil? Ein Rätsel erfordert detektivische Fähigkeiten. Detektivin Schokodrop ist bekannt für ihre Spurensuche. Was hast du gestern gemacht, Emily? Ich würde mal sagen, nichts Ungewöhnliches. Ich bin aufgewacht, habe mein Zimmer aufgeräumt. Dann habe ich gefrühstückt. Es war Toast mit Erdbeergelee. Silly! Dieses Ding ist stärker, als ich dachte. Was hast du sonst noch gemacht? Kompliziertes Rezept. Ja, ein ganz normaler Tag. Ich kann dir weiterhelfen. Wirklich? Klar. Los, komm mit. Um dich an deinen Traum zu erinnern, musst du schlafen. Und dazu musst du entspannt sein. Und dafür musst du meditieren. Emily, was tust du da? Ich teste, ob deine Zutaten meinem Gedächtnis helfen. Schokolade, Erdnuss, Gelee. Traumfänger, wohl eher Schockmacher. Schockmacher, Du hast nicht zufällig ein Patent darauf, Emily, oder? Meine Freundinnen haben es versucht, aber es hat nichts gebracht. Ganz im Ernst, rein gar nichts. Wenn mein Glückslöffel wirklich sprechen könnte, dann... Jetzt reicht's mir aber. Wenn ich noch einen weiteren... Einen Moment. Doch nicht bei dieser Psychoklemme. Gelee. Gelee. Du hast recht, Emily. Ganz viel Erdbeer. Gelee! Au! Das ist die Zutat. Die Schocks kamen vom Gelee, natürlich. Ja, Sillys Helm hat funktioniert. Meine Freundinnen haben also doch geholfen. Klar, sie dürfen mein Geheimrezept als erstes probieren. Hier, bitteschön. Probiert mal, es wird euch schmecken. Also, was sagt ihr? Na, das nenne ich mal ein gelungenes Backerlebnis. Gut gemacht, Emily. Sollen das Spaghetti sein? Ist schon okay, Emily. Jede Beere muss wissen, wie man mit dem U-Bahn-Netz durch die Stadt kommt. Zum Glück hast du ja mich, um es dir beizubringen. Es kann sehr kompliziert sein, also tu genau das, was ich tue und merk dir alles, was ich sage. Wir starten hier an der Rhabarberstation, dann nehmen wir den Ananas-Ex... Jo. Emily? Limone? Limone? Limone! Was tue ich? Ich bin eine verlorene Beere. Verlorene kleine Beere, was wirst du tun? Verlorene kleine Beere, du wirst Hilfe kriegen. Hallo, alles klar? Hallo, ich bin Emily Erdbeer. Können du und deine Hausratte mir vielleicht helfen? Es ist ein Frettchen. Er heißt Fackel und ich bin Huck. Wir spielen hier im U-Bahn-Netz für all unsere Fans.
Wir können kurz Pause machen. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wie das U-Bahn-Netz funktioniert. Ach, das herauszufinden ist einfach. Du musst es nur tun. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was, wenn ich es vermassel? Probier mal etwas Neues aus. Ich verspreche dir, wenn du es tust, es ist nicht so schlimm, wie man es denkt. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Ich bin so überfordert und hab Angst. Du schaffst das schon. Weiß nicht, was ich jetzt tun soll, bin verwirrt. Dann lass dir Zeit. Was, wenn ich etwas falsch mach und das schöne Lied zerstört? Dann fang ich nochmal an, gar kein Problem. Probier mal etwas Neues aus. Ich verspreche dir, wenn du's tust, es ist nicht so schlimm, wie man es denkt. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Probier mal etwas Neues aus. Ich verspreche dir, wenn du's tust, alles wird dann okay sein. Ich glaub an dich. Endlich, ich fühle mich nicht mehr so gestresst. Ja, sag ich doch. Ich werde hieraus lernen, ganz bestimmt. Nun weißt du es. Sei mutig, find dein Weg und alles wird gut. Und wenn du zweifelst, du keine Angst, fang doch mal an. Probier mal etwas Neues aus. Ich versprech dir, wenn du's tust, es ist nicht so schlimm, wie man es denkt. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Probier mal etwas Neues aus. Ich versprech dir, wenn du's tust, alles wird dann okay sein. Denn ich glaub an dich. Trichterkuchensystem? Und du bist wirklich talentiert, Huck. Musik ist meine Leidenschaft. Wie das Backen für mich. Backen? Also, Essen ist meine zweite Leidenschaft. Emily? Limone? Limone! Ich hab dich gefunden. Hat die Ratte dir wehgetan? Es ist ein Frettchen. Mir geht's gut. Huck hat mir geholfen. Er ist Musiker. Genau, Huck. Warum kommst du nicht einfach mit uns zu den Backstuben? Ich bin sicher, jede Beere liebt deine Musik. Ach, tut mir leid, Emily. Ich kann meine Fans hier unten doch nicht enttäuschen. Okay. Na, dann schenke ich dir wenigstens einen Dankeschön-Muffin. Bis dann. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht ist es an der Zeit für Fackel und mich, unsere musikalischen Horizonte zu erweitern. Es gibt doch mehr Muffins bei den Backstuben, oder? Mein Kostüm ist perfekt. Wir verkleiden uns für den coolen Gruselball und eine Vogelscheuche verscheucht ja immerhin Vögel. Stimmt's nur schön? Ich habe gehört, wie Honey Himbeer und die anderen gemeinen Bären gesagt haben, sie könnten sich nicht vorstellen, dass ich mich überhaupt für den Gruselball verkleiden werde. Tja, da haben sie sich geirrt. Die kennen mich nämlich gar nicht. Dann wollen wir diesen Stadtbären mal zeigen, dass niemand sich so gut verkleiden kann wie... So sind wir die Einzigen, die sich verkleidet haben? Das ist ja ein Albtraum. Emily! Was hast du denn an? Naja, es ist doch ein Gruselball. Warum hat sich niemand verkleidet? Nein, das hier ist Pfirsich-Flips Herbstball. Aber Honey Himbeer hat gesagt... Schickes Kostüm. Du bist auf jeden Fall das Gruseligste auf dieser Party. Ganz ehrlich, du solltest aufhören, auf sie zu hören. Du schadest dir nur. Hey, darf ich bitte mal fragen, was hier vor sich geht? Ich bin Pfirsich-Flip, die Veranstalterin. Und du bist... Emily Erdbeer. Ich bin eine Vogelscheuche und das ist meine Krähe Schnurrschön. Wir haben uns für den Gruselball verkleidet. Tada! Kostüme und Verkleidungen sind eigentlich nicht mein Ding. Ich schmeiße die coolsten Partys in der Apfelgroßstadt. Glaub mir, alle Bären lieben sie. Wenn ich mich so umsehe, könnte ihre Party ein bisschen Gruselspaß vertragen. Hey, wie kannst du es wagen? Es wäre ein Versuch wert. Der Gruselmond schwebt über uns und Vogelscheuchen schrecken uns. Sie sind nah und heulen laut, die Gruselzeit ist da. Diese Nacht ist so geheimnisvoll, Gänsehaut und Gruselspaß. Nimm es bloß nicht allzu ernst, los kommt, wir haben Spaß. Diese super Krebel, gruselige Nacht, verkleide dich, erschreckenden Freund. Nicht, wo ich lieber wär, heute Nacht, dass wir...
tief und lass dein inneres Monster frei. Dann spring und schrei. Das sich zu gruseln, das macht Spaß. Pass auf, die Monster kommen jetzt. Noch Süßigkeiten, Zauberei. Der Abend ist perfekt. Diese super Krippe, gruselige Nacht. Schatten überall. Mit hab Spaß die ganze Zeit. Ja, Gruselnacht, komm, mach einfach mit. Ich weiß nicht, wo ich lieber wär. Worauf wartet ihr? Seid spooky, seid funky, kommt, tanzt alle mit. Diese super Krippel, gruselige Nacht. Es ist nicht so, wie es dir scheint. Vergiss jetzt alles und lass los. Ja, Gruselnacht, komm, mach einfach mit. Mit Gänsehaut schauern, fantastisch gruselig. Diese super Krippel, gruselige Nacht. Es ist nicht so, wie es dir scheint. Vergiss jetzt alles und Emily Erdbeer gibt es ab jetzt keinen Apfel-Großstadt-Herbstball mehr. Nie mehr. Von jetzt an, liebe Freunde, lade ich euch alle zur Gruselspaß-Verkleidungsparty ein. Winterzauber ist so ein wunderschönes Fest. Frieden auf Erden, Wohlwollen gegenüber anderen Bären. Geschenke? Wollen wir unsere Geschenke verteilen? Was sagt ihr? Erst wenn alle hier sind. Wo ist Emily? Hier, ich bin hier, ich... Das ist ganz schön schwer. Ich will ja nicht angeben, aber Winterzaubergeschenke sind voll mein Ding. Ein perfektes Geschenk zeigt, wie gut man seine Freunde kennt. Und ich habe immer perfekte Geschenke für jede Beere. Das sind die perfektesten Geschenke, die es je gab. Also mit perfektesten bin ich mir nicht so sicher, aber... Wartet auf mich, ich bin da, hab's mitbekommen. Ich wollte die Bescherung nicht verpassen. Ich habe das allerperfekteste Geschenk für meine Lieblingsbären. Es ist ja kein Wettkampf. Denn wenn's so wäre, dann wäre ich die Gewinnerin. Es ist Familientradition. Das beste Geschenk, das ich machen kann. Ein Lied. Oh, es ist wieder Weihnachtszeit. Das klingt schön. Kommt da... noch mehr? Das liegt an euch. Das ist das Geschenk. Wir singen dieses Lied alle zusammen. Ein Lied als Geschenk ist schon ziemlich blöd, aber ein Lied, das man nicht mal zu Ende singt? Socken wären mir lieber. Ach, beachte diese Bären gar nicht. Wir haben's verstanden. Leg los. Oh, es ist wieder Weihnachtszeit. So viel Freude, so viel Spaß. Liebe Bären nah und fern. Um uns herum schau, es ist Winter. So viel, was man machen kann. Alles schmücken und shoppen auch. Zusammen macht es viel mehr Spaß. Um uns herum Schneeflocken wirbeln. Hey! Der Winter wirbelt um uns um. Es gibt nichts, was besser wäre. Und außerdem, was wäre Weihnachten ohne dich? So magisch die Freude um uns um. Alle lachen, freuen sich. Was für Weihnachten ohne dich? Um mich herum, es duftet süß. Es ist Zeit für Leckereien. Alle Beeren essen gern. Es ist soweit, endlich ist Winter. Gesungen wird die ganze Nacht. Schau, die Lichter glitzern hell. Wir alle zusammen, wunderbar. Alles ist so toll geschmückt. Und außerdem, was wäre Weihnachten ohne dich?
wäre Weihnachten ohne dich? Und außerdem, was wäre Weihnachten ohne dich? Was wäre Weihnachten ohne dich? Danke, Huck. Beim Winterzauber geht es nicht darum, was du schenkst. Es geht darum, wem du es schenkst. Und Huck hat uns allen etwas ganz Besonderes geschenkt. Aber ich mache trotzdem tolle Geschenke. Oma Erdbeer sagt immer, die wichtigste Zutat für jedes Gericht ist Liebe. Es sei denn, es ist Stachelbeerkuchen. Dann sind es Stachelbeeren. Sie sind köstlich, im Geschmack und bringen mich echt auf Zack. Ich trainiere für den diesjährigen Bärenmarathon. Und nichts bringt mich so in Schwung wie ein Stachelbeer-Smoothie. Und für dieses Rezept brauche ich die allerbesten Stachelbeeren, die ich kriegen kann. Zum Glück hat Orangella mir verraten, dass es nur einen Ort gibt in der Apfelgroßstadt, wo man gute Beeren bekommt. Bei Herrn Mangostein. Er hat einen tollen Obststand. Einen schönen guten Morgen, Herr Mangostein. Guten Morgen, Kinder. Was darf es denn für euch sein? Eine Schale Stachelbeeren, bitte. Tut mir leid, Kinder. Die sind leider ausverkauft. Die letzten sind unterwegs zu Frau Streuselkuchen, ganz am anderen Ende der Stadt. Oh. Allerdings war es eine große Bestellung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie noch genug Beeren übrig hat für ein weiteres Rezept, Mädchen. Oh, da fährt mein Lieferant gerade los. Eigentlich solltest du die Beeren haben. Immerhin hast du mir den Tipp mit dem Obststand gegeben. Nein, ich finde, du solltest sie haben. Ich bestehe darauf. Okay, bis dann. Also echt jetzt? Du hast doch drauf bestanden. Ich habe drauf bestanden, weil ich dachte, du verzichtest freiwillig. Wow, Orangella ist schnell. Zu ihrer Linken sehen sie eine Beere, die heute mit Sicherheit keine Stachelbeeren bekommen wird. Keine Fotos, bitte. Wow. Emily lässt sich echt was einfallen. Wow, hatte ich erwähnt, dass Orangella schnell ist? Aber sie ist bestimmt nicht schneller als der Bus, oder? Bitte nicht, Leute. Ich lasse dir ein paar Stachelbeeren übrig. Ja, es ist wirklich ganz schön eng hier drin, stimmt's? Ja, du hast recht. Das ist unfair. Unfair? Ja, aber du fährst Bus. Du bringst mich auf eine Idee. Ich brauch Räder. Ah! Hallo, Kinder. Was habt ihr denn auf dem Herzen? Stachelbeeren! Wenn ich keine bekomme, kann ich nicht trainieren und mein Bärenmarathon nicht die Erste werden. Oh je, ich wollte daraus gerade Saft für meine kleine Enkeltochter pressen. Oma Streuselkuchen hat gesagt, von dem Stachelbeersaft werde ich groß und stark. Wisst ihr was? Es ist nicht so wichtig. ich glaube, wir haben uns im Haus geirrt. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Also, das war komisch. Ja, allerdings. Du bist auf einem Strauß geritten. Das stimmt. Wir haben es ein bisschen übertrieben. Keine Beere ist das alles wert. Du hast völlig recht. Vor allem, weil Holunderbeeren ein toller Ersatz wären. Die passen super gut zum Kuchen. Oh ja, ich meine, sie sind bestimmt genauso gesund wie Stachelbeeren. Herr Mangostein hatte noch ein Glas. Schnurrschön. Das ist eine ganz wichtige Cupcake-Bestellung. Mami, Mami! Oh, nicht jetzt, Schnurrschön. Ich muss diesen Spezialauftrag bis morgen fertigstellen. Alles muss perfekt sein. Schnurrschön perfekt. Miau.
sure. Meow, meow. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Sorry. Meow. Schnorcheln! Schnorcheln! Ein neues Rätsel für mich. Was ist denn, Plätzchen? Irgendwas mit Erdbeere? Oh, Käsekuchen. Oh, du spielst Pantomime. Okay, zwei Wörter? Ein Wort. Klingt wie Tag? Feiertag! Wer hat was vergessen? Darling! Erdbeer? Vergessen. Schnurschön! Oh, Feiertag! Schnurschön hat ihren eigenen Feiertag? Es gibt aber nicht nur einen Feiertag. Jeder Tag sollte ein Feiertag sein. Geburtstag! Emily hat Schnurschöns Geburtstag vergessen. Oh! Oh. Was ist los? Du hast Schnurschöns Geburtstag vergessen. Ich hab was vergessen? Reden wir etwa von diesem Geburtstag, von dem der morgen ist? Hä? Oh, was habe ich dir noch gesagt, wie sie sein müssen? Schnurrperfekt. Und erinnerst du dich noch, was ich gesagt habe, was die Hauptzutat dieser Cupcake-Bestellung war? Oh. Silly, warte. Das ist Katzenfutter. Knusprig. Ich wollte morgen eigentlich eine Überraschungsparty für dich geben. Aber da all unsere Bären und Haustiere heute hier sind, können wir die Party auch einen Tag früher feiern. Herzlichen Glückwunsch, Schnurschön. Der Truthahn brät? Check. Bist du sicher, dass deine Mutter einverstanden ist, dass du über die Feiertage nicht nach Hause fährst? Oh ja! Ich hab ihr gesagt, wie aufgeregt ich bin, mein erstes Bärenbankett in der Apfelgroßstadt zu feiern. Eine kleine leckere Feier, das wäre doch schön. Tante Praline, haben wir zusätzlichen Platz für das Bankett? Über wie viel Platz reden wir? Oh, nur für meine Freunde und ihre gesamten Familien. Hast du etwa auch ihre Familien eingeladen, Emily? Also, ich will alle Bären dort sehen. Meine Familie ist deine Familie. Vielleicht. Der Platz reicht nicht aus. Die Zeit reicht nicht aus. Das Essen reicht nicht aus. Es ist unmöglich. Hast du gerade gesagt, unmöglich? Ja, wir schaffen das einfach nicht. Ich schreibe Ihnen eine Nachricht und sage Ihnen, dass ich einen Fehler gemacht habe und Ihnen das Fest vermasselt habe. Unmöglich ist das, was die Frauen in unserer Familie ausmacht. Unmöglich ist meine Spezialität. Hast du was Schwieriges zu tun? Geht etwas schief, wir kriegen's hin. Kompliziert, nur kein Stress, wir laufen zur Höchstform auf. Und wenn man denkt, dass alles zusammenbricht, dann drehen wir alles um, einfach andersrum. Steh wieder auf, hier am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Dreh den Spieß mal um, andersrum, steh wieder auf. Dein Leben so unfair erscheint, steh wieder auf, 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 auf. Steh wieder auf. So manches scheint unmöglich schwer, doch glaubt mir, uns hält keiner auf. Uns beide haut so schnell nichts um. Achtung, wir kommen. Zusammen sind wir ganz weit vorn. Probleme wandeln sich in Spaß. Bevor du's merkst, Arbeit getan. Der Tag gerettet. Und denke nie, dass du's nicht schaffen
Wir machen's, wir backen's, wir werden's passend machen. Und niemand muss mehr bangen, wir schaffen es zusammen. Wenn du am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Ja, am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Dreh den Spieß mal um, andersrum, steh wieder auf. Dein Leben so unfair erscheint, steh wieder auf. Auf, am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Ja, am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Dreh den Spieß mal um, andersrum, steh wieder auf. Dein Leben so unfair erscheint, steh wieder auf. Auf, steh wieder auf. Wow, wir sind wirklich... großartig, fabelhaft, schockierend, effizient. Ja, das sind wir. Um nicht zu sagen, Glück gehabt. Was sagtest du gerade? Was machen wir denn jetzt nur? Also, das ist ein Winterzauberbaum. Na gut, dann wollen wir mal. Kurze Frage. Was hat Grapefruit gegen den Baum? Sie schmückt ihn nur. Jedes Jahr. Winterzauber. Wow. Oh, Tannenbaum. Dieser Baum ist wie meine Seele. Aber Winterzauberbäume sollten magische, leuchtende Hoffnungsschimmer sein. Gibt es denn keine andere Beere, die... Warte mal. Ich habe eine Idee. Silly wäre toll, aber sie sagt bestimmt nein. Wieso? Einen Baum erstrahlen zu lassen, wäre doch genau ihr Ding. Wer den Baum schmückt, muss bei der Zeremonie auch eine Rede halten. Silly? Sie steht nicht so gern im Mittelpunkt, also... warum machst du so ein Gesicht? Soll ich euch verraten, wer gern im Mittelpunkt steht? Ich! Wer könnte Silly wohl besser zu einer perfekten Rednerin machen? Wir haben beschlossen, dass du dieses Jahr den Winterzauberbaum schmückst. Nein, 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 nein! Ich halte keine Reden. Aber du kannst besser als jede andere Beere dafür sorgen, dass es hier toll aussieht. Ah, das stimmt. Und die Rede? Puh, kein Ding, sobald wir dich in eine Redehaltemaschine verwandelt haben. Bitte? Na gut. Redehaltemaschine aktiviert. Ach, in meinem Kopf klang das besser. Also, was soll ich machen? Verwende beschreibende Worte. Du machst keine Lichter am Baum an. Dafür bringst du die festliche Stimmung zum Leuchten. Aha. Sieh allen Bären in die Augen mit einem Blick, der sagt, hey, du, hör zu, was ich sage. Und wenn du nervös wirst, stell dir einfach alle in Unterwäsche vor. Eklig. Und zu guter Letzt, lächle, sei du selbst, sprich aus dem Herzen, das wird perfekt. Hast du alles? Gut, zeig uns, was du drauf hast. Hallo, ihr. Also... ich... möchte die vielen Funkenbären... schön funkeln lassen. Unterwäsche, wir alle haben sie. Zusammengefasst. Bäume. Ja. Okay, das war... mehr. Seht ihr? Darum wollte ich den Baum von Anfang an nicht zum Leuchten bringen. Wenn man eine Beere ist, die gerne im Mittelpunkt steht, vergisst man manchmal, dass nicht jede Beere so gerne im Mittelpunkt steht wie man selbst. Silly? Ich will nicht darüber reden. Ich will überhaupt nicht reden. Ich weiß, hör einfach zu. Ich hätte nicht versuchen sollen, dich zu etwas zu zwingen, was du nicht willst. Du bist perfekt genauso, wie du bist. Du bist einfach zu gut zum Schmücken, ha? Ja, und wenn ich nicht eine Rede halten müsste, würde ich ja gern... Wieso machst du so ein komisches Gesicht? Als
Bäre, die gerne im Mittelpunkt steht, kann man sich gut für seine Freunde einsetzen, die nicht so gerne sprechen. Indem man dumme Regeln abschafft, wie eine Rede halten zu müssen. Meine Freundin Silly lässt ihr Werk für sich selbst sprechen. Seht selbst! Also das war eine tolle Rede. Ja, ich bin auch ziemlich toll. Nein! Heiße Rosinenbrötchen! Das ist ja furchtbar! Was soll das ganze Geschrei? Meine Erdbeerkuchen! Sie sollten abkühlen. Ich habe sogar ein Schild aufgehängt. Heißer Kuchen, nur essen, wenn er abgekühlt ist. Aber nein, irgendeine Beere beschließt, vorbeizukommen und sie zu verschlingen. Das geht mir echt auf den Keks, wisst ihr? Aber wer würde so etwas Furchtbares tun? Ich werde den Schuldigen finden. Ja, Limone ist eine Superdetektivin. Ist das ein Donut? Knacke einen Hinweis, nimm ein Bissen. Ich habe eine Menge von Aprikosen-Christi-Krimis gelesen. Ich kenne alle Tricks um das Wer, Was, Wo, Wann und Kuchen. Außerdem liebe ich Donuts. Ich glaube, es gibt nicht so viele Hinweise. Was für ein Durcheinander. Ja, der Tatort ist ein einziges Chaos. Keine Beere würde so einen Kuchen essen. Wir suchen eindeutig nach einem Tier. Das steht fest. Ein Tier? Die Katzenpfoten passen nicht zu den Abdrücken auf deinem Kuchen. Deshalb ist sie unschuldig. Wow, du bist gut. Oh, ich fange gerade erst an. Das Frettchen. Unser nächster Verdächtiger. Ist er? Was weißt du darüber, Frettchen? Lass ihn in Ruhe. Fackel würde niemals von so einer süßen und großzügigen Bäckerin wie Emily stehlen. Oh, danke schön, Hart. Außerdem ist er den ganzen Tag bei mir gewesen. Hey, lass uns helfen. Kein Mehlsack bleibt unangetastet. Kein Tier bleibt unbefragt. Kein Kuchen wird vergessen. Ich steckte in einer Sackgasse. Jedes Tier hatte ich überprüft, jede Spur verfolgt. Aber ich fand keinen Hinweis. Spielst du gerade die Erzählerin? Hier, Huck, du kannst den letzten Bissen haben. Ich verdiene ihn einfach nicht. Oh, danke schön. Schon gut, Limone. Du hast alles versucht. Ich muss bloß besser aufpassen auf mein... Huck ist eindeutig der Täter. Das würde ich nie tun. Du hast mein Donut wie ein Tier gegessen. Genau wie den Kuchen hier. Warum sollte ich Emily beklauen? Sie gibt mir Kuchen umsonst. Was soll das heißen? Auf dem Schild stand heißer Kuchen. Nur essen, wenn er abgekühlt ist. Emily mag meine Musik und ich dachte, er sei ein Geschenk. Also, der Kuchen war abgekühlt und ich habe ihn gegessen. Das war so wohl nicht gemeint, was? Nein, überhaupt nicht. Wow. Ich habe die Kuchen geklaut, nicht wahr? Ja, absolut. Nur, wow. Oh, es tut mir leid, Emily. Ich habe wirklich gedacht, das wären Dankeschön-Kuchen für meine sanften und jazzigen Melodien. Ich mag deine Musik und deine Melodien sind sehr sanft und jazzig. Frag mich einfach das nächste Mal. Es gibt immer noch ein Rätsel zu lösen. Warum isst du den Kuchen so? Apfelgroßstadtsieger im Kuchenessen. 3 Jahre hintereinander. Besser kann man einen Kuchen nicht genießen. Okay, Bären. Auf die Plätze. Fertig. Los! Kuchen schmecken so viel besser. Ein weiteres Rätsel gelöst. Es ist Zeit zum Aufstehen, Schnurrschön. Ich muss mich anziehen. Ich muss den Tag ausnutzen. Ups, Entschuldigung, hab noch nicht guten Morgen gesagt. Wie unhöflich von mir. Es ist mein erstes Wochenende in der Apfelgroßstadt. Ich muss alles erkunden, so viele Sehenswürdigkeiten. Ich darf nichts auslassen.
Das wird bestimmt super duper toll. Oder vielleicht auch nicht. Wow, wow, ich dachte, du wolltest die Stadt erkunden. Ja, die Stadt fühlt sich ein bisschen zu groß an für so eine kleine Landbeere wie mich. Ich bleib heute lieber zu Hause. Nein, kommt nicht in Frage. Natürlich kann die Stadt groß und beängstigend sein, aber du solltest dich an sie gewöhnen. Kneifen zählt nicht, komm schon. Die Apfelgroßstadt ist keine gewöhnliche Stadt. Und du bist keine gewöhnliche Beere, das kannst du mir glauben. Also geh da raus und zeig der Stadt, was du drauf hast. Anfang. Bin aufgeregt, hab weiche Knie. Ich spür mein Herz. Es schlägt ganz schnell, jetzt bin ich hier. Wo fang ich an? Was soll ich tun? Oh, große Stadt, wie geht es dir? Es gibt so viel zu sehen. Und ich werde dich jetzt kennenlernen. Bin keine schlichte kleine Beere. Oh, ich möchte so vieles. Schlechte Kleinstadt, das stimmt. Hey, probier das mal. Ein bisschen süß und ganz schön scharf. Atme tief durch und genieß. Hier kann's auch sein wie im Paradies. Okay, was nun? Wo geht's jetzt hin? Hab so viele Freunde kennenzulernen. Mein Leben in der Stadt ist richtig toll. Ganz viele Beeren werde ich hier noch treffen, ja. Bin keine schlichte kleine Beere. Oh, ich möchte so vieles sein. Ich hab viele bunte Seiten. Bin ein kompliziertes Rezept. Hab Pläne und große Träume. Ja, hier mache ich sie wahr. Schau mal her, du schöne große Stadt. Ich beweise es dir. Die Stadt schläft nie. Durch, denn du musst den ersten Schritt tun. Und Träume werden wahr, bin keine schlichte kleine Beere. Oh, ich möchte so vieles sein. Ich hab viele bunte Seiten, bin ein kompliziertes Rezept. Hab Pläne und große Träume. Ja, hier mache ich sie wahr. Keine schlichte kleine Beere. Sieht lecker aus. Richtiger Kuchen vom Lande. Ich bin begeistert. Es läuft echt toll hier bei den Apfelgroßstadt-Backstuben. Es sieht so aus, als kommt mein selbstgebackener Kuchen vom Lande prima an. Also dieser Kuchenstand ist echt... Oh, seht mich an. Ich bin ein einfaches Mädchen vom Lande. Ich backe einfache leckere Kuchen für einfache Leute. Und ich bin voll langweilig angezogen. Was? Isst sie doch. Es ist mir egal, wie sie sich anzieht. Sie schnappt mir meine ganze Kundschaft weg. Wir müssen diesem Land einmal so richtig zeigen, wo es lang geht in der Apfelgroßstadt. Hi! Wir sind deine Nachbarinnen. Ich bin Honey Himbeer. Das ist mein Wagen da drüben. Oh, und das ist Grapefruit. Das ist dein Wagen? Oh, ich fass es nicht. So was Wunderschönes. Wow. Ach, das ist doch gar nichts gegen das, was du alles drauf hast. Du bist ganz neu hier und voll angesagt. Oh, danke schön. Also, was darf sein, neue Foodtruck-Freundinnen? Erdbeerkuchen, Erdbeerstrudel oder Pain à la Erdbeer. Neue Kreation. Wir nehmen alles, was du übrig hast. Alles echt jetzt? Ich bin ausverkauft. Wer hat's geschafft? Ich hab's geschafft. So, okay.
Ganz ehrlich, Grapefruit. Ich hoffe, diese Hallo-ich-bin-vom-Dorf-Nummer wird niemals alt. Wie meinst du das? Na, das hier ist die Apfelgroßstadt. Du musst immer was Neues bieten. Oder die Kunden gehen woanders hin. Die Landeinnummer ist heute zwar ganz süß, aber wenn es langweilig wird, heißt es... Mach's gut, Beere. Oh? Emily! Was ist los? Ich bin heute total ausverkauft. Na, das ist doch top! Heute vielleicht top. Und was ist morgen? Auf Wiedersehen, Beere. Deine Kuchen kommen bald aus der Mode. Dann wollen die Leute nicht mehr bei mir kaufen. Das Universum hat dich nicht umsonst hergebracht. Wie kommst du denn nur darauf? Das Rätsel ist gelöst. Seht nur. Kommt alle her zum Himbeerstand und kauft rustikalen Kuchen vom Lande. Eha. Oh nein, das haben die nicht im Ernst getan. Komm schon, Emily, wir bringen das sofort in Ordnung. Honey Himbeer, was hast du getan? Was denn? Ich kann doch nichts dafür, dass die Leute meinen Kuchen lieber mögen als ihren. Deinen Kuchen? Das ist mein Kuchen. Du hast ihn gekauft und meine ganze Idee geklaut. Hey, wie kannst du es nur wagen? Deine Kuchen waren alle mit Erdbeeren. Meine sind mit Erdbeeren und Himbeeren und außerdem haben sie eine Schleife. Siehst du, ländlich kann jeder und die Kunden haben nun mal entschieden. Hallo, Emily Erdbeer. Du kommst doch vom Lande. Sind die hier authentisch? Naja, die Bäckerin dieser Küchlein wusste auf jeden Fall genau, was sie tat. Vielleicht etwas viel Himbeere. Doch wenn Sie gern etwas Abwechslung mögen, hätte ich etwas für Sie. Wie wäre es mit einem Blech frisch gebackenem Bauernkuchen, um euch Stadtbären mal richtig zu verwöhnen? Ja! Honey Himbeer hat mir das Gefühl gegeben, ich selbst zu sein, war nicht genug. Aber dann hat sie versucht, mir alles zu stehlen, was mich ausmacht. Du kannst gern versuchen, meine Kuchen als deine auszugeben, aber es gibt nur eine echte Landbäckerin in der Apfelgroßstadt. Und die lässt sich sicher nicht vertreiben. Auf Wiedersehen, Beere. Emily, lässt du uns rein? Also, es ist das Bärenbankett und ich habe aus Versehen die ganzen Familien meiner besten Freunde eingeladen. Aber Tante Praline und ich haben es hinbekommen. Doch dann hat dieser Glückslöffel eine Kettenreaktion ausgelöst. Er hat die Wohnung zerstört. Meine Freunde und ihre Familien sind alle draußen und alles ist kaputt. Du bist kein Glückslöffel. Du bist böse. Emily! Miau? Okay, gut, ich gehe. Hallo, ihr Bären! Was gibt's? Was gibt's? Wir sind hier wegen des Banketts. Ist alles in Ordnung? Wartet kurz. Orangella? Geht's seiner Freundin gut? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir schaffen das. Gib mir 2 Minuten und Klebeband. Sie hat den Verstand verloren. Flocke Chiffon, einer von Limones Vätern. Ich habe gehört, dass du einige interessante Geschmacksrichtungen in deinem fabelhaften Eiscremewagen hast. Oh! Seltsame Geschmacksrichtung, die keinen Sinn ergeben. Mama, Bagel macht es schon wieder. Er soll aufhören. Ist Bonnie gerade wütend geworden? Hör zu! Wie ich immer zu meiner kleinen Silly sage, es gibt immer einen positiven Weg, um Gefühle auszudrücken. Sillys Vater spricht über Gefühle? Kleine Silly. Was? Ist dir deine Familie vielleicht nicht peinlich, Limone? Ah! Emily, lass uns rein. Die Lage ist echt angespannt hier draußen. Hier drinnen ist die Lage auch angespannt. Haben wir eine Lötlampe? Alles klar? Emily, raus damit. Raus damit? Was meinst du damit? Raus womit? Mein Löffel hat die Wohnung und das Essen zerstört. Und ich glaube, der Druck hat meine Tante fertig gemacht. Das ist alles meine Schuld. Ich habe das Bankett ruiniert. Aber warum lacht ihr denn alle? Feiertage laufen nie nach Plan. Ich könnte dir Geschichten erzählen, Schätzchen. Weißt du noch, als Limone aufbleiben wollte und in ihrem Kartoffelbrei eingeschlafen ist?
Sie wachte mit einem Kartoffelschnurrbart auf. Peter. Eine Situation wie diese ist eine gute Charakterlehre. Die Lektion, die wir hier lernen, ist... Lektion später, Schatz. Ich habe Hunger. Mal sehen, was wir tun können. Na gut, dann schauen wir mal. Eine Zitrone, wie sieht's denn hier aus? Mit deiner Tante. Na, dann darf man eine lange aufräumen. Gibt es hier was zu essen? Tuschen wolltest. Wir sind eine Familie. Wir lösen unsere Probleme gemeinsam. Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Ich wusste es. Aha. Was? Glückslöffel. Wäre der Glückslöffel nicht, wäre all das überhaupt nicht passiert. Und ist das nicht einfach großartig? Ja, da hast du schon irgendwie recht. Entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe. Gut, oder hier? Oh, ich weiß nicht. Wie hast du dich bei den Backstuben eingelebt? Bist du immer noch so aufgeregt? Aufgeregt? Ich? Nein. Wie kommst du denn darauf? Du hast dieselben Sachen 10-mal hin und her geräumt. Und das in einer Minute. Oh. Aufregung vor dem Backen liegt in der Familie. Zum Glück wusste ich genau, was du brauchst. Hier, das sollte helfen. Ein Geschenk? Tante Praline, du musst mir doch keinen... keinen staubigen alten Löffel schenken. Danke. Das ist, welche Bäckerin braucht keinen zusätzlichen Löffel? Kein Mensch hat so einen Löffel wie diesen. Er wurde in unserer Familie weitergegeben, von Bäcker zu Bäcker, von Beere zu Beere. Er ist was Besonderes, bringt Glück und er wird dein wertvollster Helfer sein. Sobald du den Dreh raus hast. Ich den Dreh raus hab? Es ist ein Löffel. Bring mir deine Tricks bei. Fangen wir an. Also zugegeben, am Anfang fand ich den Löffel irgendwie schon ein bisschen komisch. Aber wenn ich ihn in der Hand halte, habe ich das Gefühl, Generationen von Bäckern würden mir beim Backen helfen. Sieh mal hier. Der Löffel wirkt wirklich wahre Wunder. Ja, ich kann sie förmlich hören. Die Familie ist richtig stolz auf dich.
Jetzt, wo ich mit dem Löffel umgehen kann, glaube ich kann alles schaffen, was bei den Backstuben von mir verlangt wird. Freut mich zu hören. Oh, das ist ja so süß. Oh, komm schon. Ich meine, was könnte es denn sonst noch geben? Zu. Das ist genug für heute, junge Bäre. Es dauert ein Leben lang, bis man den Löffel perfekt beherrscht. Glaub mir. Das Geschäft beim Kuchenstand brummt nur so. Und das ist fantastisch. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Oh. Mein klitzekleiner Ofen. Ich kann nicht schnell genug backen, um alle zufriedenzustellen. Es ist nur eine Kleinigkeit. Aber es ist trotzdem ein Problem. Meine Oma Erdbeere sagt, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Ich weiß zwar nicht, wie man Öfen repariert, aber ich kenne da jemanden, der es kann. Was denkst du, Silly? Du fragst genau die Richtige. Ich baue dir einen Ofen, wie ihn noch keine Beere je zuvor gesehen hat. Nichts Verrücktes. Ein bisschen größer, vielleicht ein zweites Ofenrost. Ja, geht klar. Ofenrost. Verstanden. Okay, sag Bescheid, wenn du Hilfe... Und weg ist sie. Ich mache aus diesem Ofen ein Backwunder. Ihr werdet staunen. Silly, was hast du nur getan? Er ist unheimlich groß und grau. Ich weiß. Er ist ein Prachtstück. 6 Herdplatten, 4 Ofenroste und ich habe ihn an die Energieröhren in deinem Wagen angeschlossen. Ja! Leistungsstark, energieeffizient. Dieser Ofen macht Schluss mit halben Sachen. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Mit 6 Herdplatten kann ich endlich die Regenbogencreme-Windbeutel in allen Farben machen, die ich schon immer ausprobieren wollte. Ja, Silly. Dann wollen wir mal sehen, was dein Ofen drauf hat. Sie hat mir wirklich geholfen. Ich dachte zuerst, sie dreht völlig durch und es gibt eine Katastrophe. Aber ich hätte ihr einfach vertrauen sollen. Nö, halb so wild. Seht selbst. Silly? Vielleicht läuft der Ofen ein bisschen zu heiß, keine Ahnung. Wie meinst du das? Das ist doch toll! Vielleicht kann ich ihn runterschalten. Ein kleines bisschen. Oh oh. Oh oh? Was heißt oh oh? Was heißt oh oh? Lauf. Die Creme ist echt toll geworden. Na gut, ich werde ihn etwas umbauen. Kleiner? Okay, kleiner. Weniger explosiv. Ah, weniger explosiv. Und rosa. Rosa? Also ehrlich, jetzt komm schon. Okay, rosa. Darf ich vorstellen? Der erdbeerstarke Ofen. Also, dieser Ofen sagt Emily Erdbeer. Ah. Ich habe den Energieröhreneinlass so eingestellt, dass er nicht explodiert. Er hat aber trotzdem ganz schön Power, auch wenn er rosa ist. Rosa. Danke, Silly. Oh, klammes Ding, mit diesem alten Rührer bekomme ich den Teig nie verrührt. Rührer, ja? Sehe ich mir gern mal an. Blöder Rührer. Oh, was hast du Rührer gesagt? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich rühre das einfach auf die altmodische Art. Ja, und hier ist keine Erfindung mehr nötig. Keine. Auf keinen Fall. Tada! Tada! Heilige Blaubeertorte! Du hast mich bärenmäßig erschreckt. Das war die Absicht. Bald ist Geisterabend. Es ist mein erster Geisterabend in der Apfelgroßstadt und ich backe einen gruseligen Muffin.
Ich bin sicher, dass dir was sehr Gruseliges einfällt. Ah, und wenn du den Geist siehst, grüß ihn von mir. Entschuldige den was? Bonnie, warte! Warte mal! Hast du Geist gesagt? Ja, Jonas Quincy Muffin. Er war der Besitzer der Backstuben, als sie noch eine Muffinfabrik waren. Oh, Jonas Quincy war ein Perfektionist, der jeden Muffin genauestens kontrollierte, bis es ihn in den Wahnsinn getrieben hat! Manche sagen, sein Geist streife nachts immer noch durch die Backstuben und begutachte jeden Bäcker, der spät noch arbeitet und allein. Aber du hast den Geist von Jonas Quincy Muffin nie wirklich gesehen, oder? Wie gerne würde ich das? Ich will ihn seit Jahren sehen. Vielleicht bist du heute Nacht die glückliche Bäre. Viel Spaß! Okay, ein Muffin-besessener Geist. Cool. Gut. Ja, überhaupt nicht gruselig. Emily Erdbeer hat also Angst vor Geistern. Schenken wir ihr einen Geisterabend, den sie nie vergessen wird. Okay, alles gut. Alles gut. Du musst nur deinen Glückslöffel nehmen und backen. Es gibt keinen Grund, vor irgendetwas Angst zu haben. Das waren nur die Lichter. Nur die Lichter. Ah, du heiliger Geist! Oh, nur eine Pflanze. Das ist nur ein rostiges Schild, Emily. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Sei wie Bonnie, sei wie Bonnie, sei wie Bonnie. Ach, du heiliger Haselnuss! Man wird nicht inspiriert, wenn man zu viel Angst hat, sich inspirieren zu lassen. Ganz ruhig. Okay, was ist das? Schlechte Rohrleitungen etwa? Ich bin's, Jonas Quincy Muffin. Wer wagt es, in meiner Gegenwart zu backen? Was? Ich? Nein, ich backe nicht! Doch, das tust du, Emily Erdbeer. Das einzige Mal, dass ich nicht wegen meines Backens erkannt werden möchte. Niemand mag deine ekligen Landleckereien. Geh zurück ins Erdbeerland. Das Universum hat mir gesagt, dass Emily die Glücksbeere ist. Und jetzt treffe ich endlich den Geist der Backstuben. Sehr angenehm, Herr Muffin. Haben Sie Emily Erdbeer schon kennengelernt? Sie ist eine Perfektionistin, genau wie... Das ist der Jonas Quincy Muffin. Oh, er sollte einen von deinen Muffins probieren. Nein, Bonnie, die sind heiß. Das macht nichts. Ich habe Eiscremefinger und er ist ein Geist. Das ist so heiß. Gummibärchen, ihr drei seid der wiedergeborene Geist von Jonas Quincy Muffin? Ich wusste es. Honey Himbeer, Grapefruit, Brotpudding, warum wolltet ihr mir Angst machen? Das ist es. Danke. Au. Nur zur Kontrolle. Das ist mein Grusel-Überraschungskuchen. Jeder Bissen hat einen neuen versteckten Geschmack, der darauf wartet, dich zu schocken. Himbeere, Traube und dann noch Brotpuddingfüllung. Das ist ja so schön schaurig lecker. Wie bist du bloß darauf gekommen? Echt jetzt, Bonnie? Wir waren die ganze Zeit zusammen.